Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie doch so zahlreich noch gekommen sind oder geblieben sind, um einen schönen Freitag Abend. Ich will zunächst was zur Arbeitsatmosphäre sagen. Ich glaube, die Übereinstimmung, die werden alle Beteiligten sagen, es war heute eine sehr sachliche Atmosphäre und es war das, was ich mir in einer kritisch-konstruktiven Zusammenarbeit vorstelle. Wir haben sozusagen die Darstellungen und die Vorstellungen seitens der Bahn abgearbeitet, bearbeitet, befragt und auch hinterfragt und sind da, glaube ich, ganz gut rangekommen und haben auch viele Punkte klären können. Die Bahn, Herr Käfer wird es später noch vorstellen, was im Detail alles von neuen Informationen uns gesagt worden ist, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, sondern eher sozusagen die Quintessenz, einen wichtigen Punkt. Die Bahn hat uns dargelegt, wie sich nach den Vergaben, die jetzt getätigt wurden, und das sind ungefähr 50% des Gesamtprojektes sind inzwischen vergeben, insgesamt. Und wir sind jetzt bei einer Summe von etwa 4,3 Milliarden. Sie werden verstehen, dass wir als Projektpartner dies schon mit Sorge betrachten, weil natürlich wir wissen, es gibt aus unserer Sicht klaren Deckel, der nicht zu reißen ist, bei 4,5 Milliarden. Wir werden alles tun, dass wir den nicht reißen. Insofern werden wir, und heute haben wir begonnen, kritisches Projekt begleiten und genau darauf achten, dass der Deckel nicht gerissen wird und dass wir auch im weiteren Fortschritt des Projektes darauf achten, dass er nicht gerissen wird. Wir haben heute auch in einigen Punkten darüber genau geredet, was zu tun ist. Dazu wird sicherlich Herr Käfer nachher genaueres sagen. Es gab viele Bereiche, wo wir uns einig waren, das will ich ganz klar sagen, wo wir auch Regeln gefunden haben, wie wir weiter fortschreiten und zusammenarbeiten. Aber es gibt auch einen klaren Streitpunkt, der lautet, während die Bahn der Meinung ist, dass etwa das zweite Gleis am Flughafenbahnhof westlicherseits und die sogenannte Signalisierungstechnik, die das Land und auch die anderen Projektpartner als selbstverständlichen Teil des Gesamtprojekts ansehen und auch schon vor dem Schlichtungsprozess mit der alten Landesregierung vereinbarte Elemente ansehen, ist die Bahn der Meinung, das ist nicht so. Das gilt auch für die übrigen Punkte, die wir im Schlichtungsprozess durchgearbeitet haben, die wir als Punkte angesehen haben, die aus der Schlichtung hervorgehen und die von den Partnern eigentlich akzeptiert worden sind. Denn Sie erinnern sich, dass nach dem Schlichtungsprozess auch Herr Grube immer wieder gesagt hat, der Schlichtungsspruch gilt. Dazu zählt also auch der Erhalt der Rollbahn, Fragen der Verkehrssicherheit, Fluchtwege, Brandschutz, Bäume und verschiedene andere Themen, wie auch zum Beispiel große Kurve. Die Projektpartner sind der Meinung, das muss Teil des Gesamtprojektes sein und des Gesamtwertumfanges und nicht und bedarf nicht einer besonderen Finanzierungsvereinbarung. Da ist die Bahn anderer Meinung. Vielleicht bei den ersten Punkten werden wir uns vielleicht noch verständigen, aber in anderen Punkten gibt es die klare Ansage, das ist, muss in einer neuen Finanzierungsvereinbarung angegangen werden. Wir haben uns verständigt, dass wir diesen Konflikt nicht aussitzen, sondern dass wir den rasch angehen und zwar noch in also jetzt unmittelbar, aber spätestens dann, wenn der Filterdialog im Sommer abgeschlossen sein wird, spätestens da werden wir intensive Verhandlungen treten, wie wir das Ganze regeln. Es gibt einen beiderseitigen Willen, dass wir es regeln, dass wir es nicht irgendwie an zukünftige Generationen abschieben, die dann irgendwann mal zahlen müssen, sondern wir wollen eine Regelung finden. Wichtig war allen Projektpartnern, dass der Filterdialog, der jetzt weitgehend vorbereitet ist und demnächst beginnen kann, dass der auch gelingt. Und das Land und die Bahn, wir haben ja, das kann ich wirklich sagen, ich und auch Herr Grube und Herr Kretschmann, haben viel dafür getan, dass dieser Dialog überhaupt zustande kommt. Voraussetzung dafür war, dass die Bahn und aber auch das Land sich bereit erklärt haben und die Partner haben das dann auch mitgetragen, dass man tatsächlich auch nochmal über Varianten sprechen kann. Und zwar nicht nur nach dem Motto, schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber es bleibt alles beim Alten, sondern dass es eine prinzipielle Bereitschaft gibt, auch dort noch Verbesserungen zu erarbeiten
und eine neue oder bessere Variante zu finden. Allerdings in einer klaren Ansage, die auch heute nochmals in diesem Gremium betont wurde, es bleibt beim Kostendeckel. Wer Vorschläge macht, die den Kostendeckel sprengen, muss dann Vorschläge machen, wo er im Projekt die Summe zusammenstreicht oder rausstreicht, oder er muss einen neuen Sponsor finden oder selber zahlen. Also Freiheit im Denken, aber das Geld ist nicht unbegrenzt, sondern da gibt es sozusagen eine klare Vereinbarung. Und auch ein zweiter Punkt muss angesprochen werden, auch wenn es die prinzipielle Bereitschaft von Land und Bahn gibt, so gibt es ja auch vertragliche Zusagen, es gibt Parlamentsbeschlüsse, was zu Stuttgart 21 gehört. Wenn man also eine Änderung herbeiführen will, muss man immer wissen, es ist gut, wenn man einen guten Vorschlag hat, aber man muss auch sozusagen Partner finden, die den unterstützen, denn das Verfahren selber ist natürlich so, dass am Ende eigentlich jeder auch blockieren kann. Deswegen nochmal mein Appell, dass alle Beteiligten sich tatsächlich öffnen für eine bessere Lösung und dass alle, die mitmachen im Dialog, wissen, dass man zwar alles denken kann, aber ans Geld und an die realen Entscheidungsgremien muss man auch denken. Die müssen das am Schluss dann auch absehen. Mein letzter Punkt ist, wir haben uns auch verständigt, dass wir in dieses Projekt eine größere Transparenz reinbringen. Das war ein großes Anliegen des Landes und der Projektpartner. Und die Bahn hat auch von sich aus sich bereit erklärt, dass sie das, was sie als hauptsächliche Information heute dem Lenkungskreis zur Verfügung gestellt hat, dass sie das in leicht korrigierter Form ins Netz stellt. Und zwar so, dass die Menschen es auch verstehen. Und das betrachten wir dann doch schon als wesentlichen Fortschritt im Sinne der informationellen Transparenz. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Herr Kleber. Ja, aber vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch von unserer Seite ist es so, dass wir das Ganze als eine konstruktive, sehr konstruktive Sitzung wahrgenommen haben. Wir haben einen Projektbericht gegeben, wo wir im Moment das Projekt sehen und wie wir uns auch dort die weitere Bearbeitung vorstellen. Herr Herrmann hat es gerade ausgeführt. Wir haben in der Sitzung beschlossen, die Unterlagen, die heute vorgeführt worden sind, ins Internet zu stellen. Das passiert im Moment, das heißt, Sie können im Anschluss an die Sitzung die Inhalte dort nochmal nachlesen und sind dann hoffentlich bestens über die einzelnen Sachthemen informiert. Falls es da nochmal Nachfragebedarf gibt, stehen wir sicherlich zur Verfügung, um entsprechende Aufklärung zu leisten. Ja, was ist wichtig? Wichtig ist zunächst mal, dass wir heute vorgestellt haben, dass wir die Vergabeprognose, die wir vor der Volksabstimmung im vergangenen Jahr gegeben haben, dass diese Vergabeprognose erreicht worden ist. Wir reden hier über ein gesamtes Vergabevolumen, das jetzt vergeben worden ist von 800 Millionen Euro circa. Und diese 800 Millionen Euro gehen an die Firmen Züglin als Konsortialführer, an die Firma Baresel als Konsortialführer und an die Firma Hochtief als Konsortialführer. Wobei wir mit Züglin und Baresel damit zwei lokale Firmen hier in Stuttgart beauftragen mit einem Volumen von in der Größenordnung zusammen, oder wenn man es zusammenrechnet, von 500 Millionen Euro, um tatsächlich auch die wirtschaftlichen Effekte, die immer wieder bei diesem Projekt diskutiert worden sind, Realität werden zu lassen. Das andere ist, dass durch die Hereinnahme der Firma Baresel in einem Konsortium mit zwei weiteren Firmen auch der Mittelstand beteiligt wird an diesem Projekt, was wir ebenfalls für wichtig halten, weil wir hier nicht immer nur die großen Konzerne bedenken wollen, sondern in der Vergangenheit auch gebeten worden sind, dem Mittelstand eine Chance zu geben. Das hat funktioniert. Wir haben mit allen drei Firmen lange Gespräche geführt, haben technische Optimierungen durchgeführt, um tatsächlich am Ende diese Vergabeprognose zu erreichen. Und damit waren wir dann tatsächlich auch erfolgreich. Wir haben jetzt mit diesen Vergaben ca. 50% der Gesamtvergaben in Stuttgart 21 getätigt. Und dabei sind mittlerweile ca. 90% der gesamten Tunnelbauwerke vergeben. Wir erwarten, dass im Jahr 2012 jetzt noch ein paar kleinere Vergaben nachlaufen und dann die nächsten großen Vergaben erst wieder ab dem Jahr 2014 erfolgen. Der Hintergrund ist, dass wir jetzt praktisch mit den Vergaben die gesamten Rohbauten vergeben haben
und die nachlaufenden Vergaben in der Hauptsache dann die Ausbaumaßnahmen betreffen in den Tunnelbauwerken und in den anderen Bauwerken. Und diese Ausbaumaßnahmen werden erst dann stattfinden, wenn die Rohbauten tatsächlich abgeschlossen worden sind. Und das wird erst in einigen Jahren der Fall sein, sodass wir jetzt dann wieder eine Zeit der Planung, was den Ausbau anbetrifft, vor uns haben und nach dieser Planung in Ausschreibung gehen, die entsprechenden Vergaben tätigen und dann in den einzelnen Bereichen dort in die Produktion gehen, am Ende in die Montage und in die Betriebssetzung. Insofern haben wir jetzt einen wesentlichen Meilenstein des Projektes abgeschlossen und haben mit diesem Abschluss dieses wesentlichen Meilensteines eine erneute Bestandsaufnahme gemacht, was die Terminsituation des Projektes anbetrifft. Und dort sieht es so aus, dass wir festgelegt haben, dass wir im Januar des Jahres 2013 die Grundwasserhaltung beginnen möchten. Heißt, bis dahin laufen jetzt die ganzen bauvorbereitenden Maßnahmen, das heißt die notwendigen Abbruchmaßnahmen, die Baufeldfreimachungen, teilweise die Aushübe, das Erstellen der Baustraßen, das Verschieben des Querbahnhofes und so weiter und so weiter, sodass dann praktisch ab Januar des Jahres 2013 der eigentliche Tiefbau begonnen werden kann. Damit sind wir ein paar Monate später als ursprünglich geplant. Wir hatten ursprünglich geplant, dass der Beginn der Grundwasserhaltung in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2012 stattfinden wird. Und nachdem wir in dem Projekt, wie früher bereits kommuniziert, eine terminliche Anspannung von einem Jahr drin ist, erwarten wir jetzt die Fertigstellung des Projektes Ende 2020, also ein Jahr später als ursprünglich geplant. Bezüglich der Schlichtungsthemen hatte Hermann die Situation ja schon geschildert. Wir haben hier einen Dissens. Wir haben heute in der Sitzung einen Vorschlag gemacht, wie man diesen Dissens beheben könnte. Wir haben nicht erwartet, dass das sofort zugeschlagen, dass das sofort einen Zuschlag, eine Zustimmung erreichen würde. Aber wir haben die Diskussion aufgenommen und ich würde gerne bestätigen, das, was Herr Hermann vorhin gesagt hat. Wir haben beide den Willen, diese Themen nicht ad infinitum vor uns herzutragen, sondern tatsächlich einer Lösung zuzuführen. Wir haben damit einen Weg zur Einigung definiert. Wir haben gesagt, wir schließen den Filterdialog ab, um zu sehen, was dabei rauskommt und werden anschließend unverzüglich in die Verhandlungen dieser ganzen Schlichtungsthemen eintreten, um dann darüber zu beratschlagen, wie wir mit der Finanzierung umgehen. Wir haben nicht darüber geredet, dass diese Themen weggelassen werden sollen, sondern wir haben darüber geredet, wie wir die Finanzierungsthematik lösen. Eine Anmerkung am Rande, weil das früher immer wieder diskutiert worden ist, wir haben mittlerweile auch die Anpassvereinbarung für Ulm-Mendlingen, für die Schnellfahrstrecke, unterschrieben mit dem Bund. Das war ja früher auch immer wieder in der Diskussion gestanden. Dort hat sich, was den GWU, also den Gesamtwertumfang anbetrifft, nichts verändert. Das ist bei den alten Werten geblieben. Aber wir haben jetzt mittlerweile in den letzten Tagen mit dem Bund die entsprechenden Finanzierungsverträge unterschrieben, sodass hier die Finanzierung auch tatsächlich gesichert ist. Zusammenfassend lässt sich feststellen, wir kommen jetzt insgesamt in dem Projekt in einen Arbeitsmodus, der geprägt ist von Lösungssuche. Und ein wesentlicher Punkt für uns ist das, was Herr Hermann angedeutet hat, nämlich das Unterfangen, den Kostendeckel einzuhalten. Wir haben heute vorgestellt, das werden Sie in den Unterlagen im Internet finden, dass wir dazu ein 6-Punkte-Programm aufsetzen, auch mit externer Beratung, um das Gesamtprojekt nochmal nach möglichen Kostensenkungspotenzialen durchzuflöhen und um möglicherweise Platz zu schaffen für die Dinge, die uns da in der Zukunft noch begegnen werden, unter Umständen auch für das eine oder andere Schlichtungsthema. Wir halten dieses Kostenmanagement weiterhin für essentiell und werden dort getrieben unter anderem auch von einem gewissen sportlichen Ehrgeiz versuchen, auch in Zukunft eine gute Projektperformance zu liefern. Sodass wir am Ende sagen können, wir sind als Bahn mit den Fortschritten im Projekt, aber auch mit der Zusammenarbeit, so wie sie sich in der jüngeren Vergangenheit entwickelt hat, ganz zufrieden. Und damit wäre es das von meiner Seite. Vielen Dank.
Ja, lassen Sie als Verkehr der Stadt zwei, drei kurze Bemerkungen machen. Wir sind sehr erfreut über die gute und konstruktiv kritische Arbeitsatmosphäre im Lenkungskreis. Ich will auch Minister Herrmann ausdrücklich unser Kompliment aussprechen für die Verhandlungsführung. Was der Minister ausführte, entspricht auch zu 100% der Position der Landeshauptstadt Stuttgart. Zum Zweiten sind wir natürlich über die vorgenommenen Vergaben sind wir froh darüber, insbesondere auch das Stuttgarter Unternehmen und damit die volkswirtschaftlichen Effekte und die Effekte für die Arbeitsplätze in der Stadt und in der Region, die wir ja immer prognostiziert haben, auch tatsächlich eintreten. Dritte und abschließende Bemerkung. Natürlich sind wir über die zeitliche Verzögerung, was die Fertigstellung anbelangt, ein Jahr. Darüber sind wir nicht glücklich, aber sie ist ja nun auch nicht überraschend gekommen, sondern hat sich ja durchaus angekündigt. Uns geht es als Stadt in den ganzen weiteren Beratungen darum, so zügig wie irgend möglich dieses Projekt umzusetzen und die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger in der Projektumsetzung auch so gering wie möglich zu halten. Und ich glaube, dafür haben wir heute gute Beratungen gehabt und sind einen Schritt weitergekommen. Vielen Dank. Ja, ich kann für die Region Stuttgart nur bestätigen, dass wir in einem sehr konstruktiven Arbeitsklima sind und auch bestätigen, was Herr Herrmann und Herr Käfer soeben gesagt haben, dass wir eine Dissens noch haben bei den Kostenblock, Kostenvorverpflichtung und Kostenunterschlichtung. Wurde schon gesagt, insbesondere das Thema der Signalisierung, der doppelten Signalisierung in den Tunnels sehen wir als Projektbestandteil. Daraufhin haben wir nochmal hingewiesen. Und im Filterdialog ist es uns wichtig, dass wir zwar offen sind für gute Ideen, dass wir aber immer im Hintergrund wissen, dass es natürlich gewisse Prämissen gibt, über denen seither geplant wurde und die auch in den Parlamenten so beschlossen wurden, so auch in der Regionalversammlung, und dass wir mit Änderungen immer berücksichtigen müssen, dass wir das im Gremium nochmals besprechen müssten. Und dass ja auch letztlich die Volksabstimmung unter den Prämissen der Schlichtung und des Stresstests stattgefunden haben. Und das müssen wir wissen, wenn wir in eine breite und möglichst offene Diskussion gehen, aber es muss hinterher realisierbar und bezahlbar sein. So, dann können wir mit einer Runde einsteigen. Zunächst mal die Diskussion, oder ich sage es mal andersrum, die 4,3 Milliarden, die Herr Herrmann genannt hat, sind eine gemeinsame Zahl. Was nicht gemeinsam ist, ist, dass das Land und die anderen Projektpartner da auch der Ansicht sind, dass diese 4,3 Milliarden aufzustocken sind mit den Kosten für die Schlichtungsthemen, wo wir anderer Meinung sind. Aber bei dem Rest existiert Konsens. Was die Schlichtungsthemen anbetrifft, sind die in der Höhe im Moment auch nicht strittig, sondern es geht einfach nur darum, die Finanzierung für diese Themen tatsächlich zu vereinbaren. Die 4,3 Milliarden sind insgesamt der GDU, der sogenannte gesamte Umfang des Projektes. Und das ist exakt die Zahl, die wir auch vor der Volksabstimmung per Internet avisiert haben. Also das entspricht dem, was wir damals als Prognose abgegeben haben. Das ist jetzt sozusagen durch die Vergaben der Städte. Wir haben als Lenkungskreis diese neue Erhöhung zur Kenntnis genommen. Wir haben aber nicht, wie ursprünglich vorgesehen ist, das beschlossen, weil wir in der anderen Frage im Dissens sind. Deswegen haben wir auch diesen Beschluss ausgesetzt, weil wir das im Paket mit den noch nicht gelösten Problemen erst angehen wollen. Es war ja auch die Rede davon, dass die 40 Millionen von der Bahn, die es mehr kosten soll, aufgrund von Schlichtung und Stress, das Verzögerung ein Jahr,
Hat man da nun heute auch darüber gesprochen, wie die unterzubringen sind? Oder was wir heute besprochen haben, ist, wie die Situation des Projektes ist und der Finanzierungsanteil für genau diesen Teil, der generell die Schlichtung als solches umfasst, der ist ausgespart geblieben. Da haben wir einen Weg definiert, wie wir uns da annähern wollen. Aber der ist komplett ausgespart geblieben. Weil ich gerade sehe, dass die beiden Damen dort hinten immer noch ein Fragezeichen in sich haben. Wir haben im vergangenen Jahr eine Bestandsaufnahme gemacht vor der Volksabstimmung. Diese Bestandsaufnahme brachte aus den Vergaben heraus ein verbleibendes Risiko von Mehrkosten von 240 Millionen in toto. So, und wenn Sie diese 240 Millionen auf die 4,08 Milliarden draufzählen, dann sind Sie bei ungefähr den 4,3 Milliarden, die wir vorhin adressiert haben. Und das, was wir vor der Volksabstimmung adressiert hatten, war eine Prognose. Und diese Prognose ist jetzt durch die Vergaben so bestätigt worden. Das bedeutet, wir haben das, was in der Vergangenheit erwartet wurde, durch die Vergaben, die jetzt getätigt worden sind, bestätigt. Insofern hat es dort keine Veränderung gegeben. Das heißt also, die 4,3 Milliarden sind damals angekündigt worden als Erwartungswert und dieser Erwartungswert ist jetzt durch die Vergaben realisiert. Nein, die 80 Millionen sind nicht drin. Also vielleicht auch nochmal zur Erläuterung, ich selber habe ja auch vor der Volksabstimmung auch mit Zahlen hantiert, das war damals schon etwa die 4,3 Milliarden plus das, was wir als Elemente aus dem Schlichtungsverfahren angesehen haben, als Kosten zugereicht, so sind wir dann auf die 4,5 Milliarden gekommen. Aber da habe ich Sie gerade richtig verstanden, Sie nehmen die 4,3 Milliarden zur Kenntnis, aber es ist nicht beschlossen worden. Das heißt, gehen Sie nach wie vor offiziell von 4,088 aus? Das ist eine Frage. Die zweite Frage zum Thema Filterdialog. Ist es für Sie vorstellbar, eine Variante am Ende des Tages zu haben, die keinen Fernwanderung am Flughafen vorsieht? Also, erste Frage. Es war ja so, dass die Bahn hätte gerade gehabt, dass sie den Gesamtwertumfang, den erhöhten, heute beschließen. Das war sozusagen das Ziel. Und wir haben gesagt, wir haben Interesse, dass bestimmte Dinge da reinkommen. Und da konnten wir uns nicht verständigen, deswegen konnten wir nur zur Kenntnis nehmen. Wir wissen jetzt, da stehen wir, aber wir haben es nicht abgesegnet, weil wir den Dissens erst noch lösen müssen. Und zum Filterdialog. Ich kann mir da viele Varianten vorstellen, aber auch für mich gilt, man muss sich vorstellen, die Varianten müssen bezahlbar sein oder ich muss einen Vorschlag haben, wo ich ein Projekt kürze und ich muss die Partner finden, die mitmachen. Das ist sozusagen das hohe Risiko, das ist die der Demokratie, dass ich Partner finden muss, die dann die Mehrheit und am Ende einen Konsens bilden, dann wird zu einer neuen Lösung nur dann kommen, wenn es eine überwältigende Mehrheit oder gar einen Konsens gibt für eine bessere Lösung. Ich persönlich kann das sagen, ich kann das auch verkehrspolitisch begründen, ich halte für das größte Problem auf den Filtern, dass Fernverkehr und Nahverkehr, den man seit Jahrzehnten versucht auseinanderzubringen mit großen Investitionskosten, dass wir bei einem großen Neubauprojekt genau das wieder zusammenschmeißen, nämlich dass Fernverkehr auf der S-Bahn fährt und am Ende auch noch ein S-Bahnhof reinfällt und der umgebaut werden muss und daraus resultieren eine Reihe von Folgeproblemen, die auch kostenträchtig sind. Und ich hoffe, dass in diesem Dialog sowas nochmal besprochen werden kann. Ob am Ende was Besseres rauskommt, hängt sehr davon ab, ob die Projektpartner da mitmachen, denn wir haben da sozusagen auch bestimmte Ziele verfolgt mit dem Ausbau. Ich persönlich glaube, wenn die Prämisse lautet, alle Züge aus Baden-Württemberg müssen im direkt ohne Umsteigen durch Flughafenbahnhof fahren, dann haben sie nicht mehr viel Alternativen. Wenn man aber da vielleicht die eine oder andere Lösung noch mitdenkt, dann kommt man schon auch noch auf die Kommission. Und jetzt? Herr Weber, können Sie nochmal erläutern, was war jetzt der Hauptgrund, dass Stuttgart 1 noch für ein Jahr später in Betrieb genommen werden soll? Ist das Grundwassermanagement oder die Verhandlungen waren ja auch länger, als Sie eingetragen haben oder alles zusammen? Im Großen und Ganzen geht es um Folgendes. Wir hatten in dem Projekt von vornherein eine terminliche Anspannung von einem Jahr in der Größenordnung.
Das war das, was wir im vergangenen Jahr festgestellt und auch kommuniziert haben. Und was wir jetzt während der Vergaben und auch während des Fortschreitens der Planfeststellungen und so weiter gelernt haben, war, dass wir die Grundwassertaktung, die Grundwasserhaltung, die sozusagen den Startpunkt darstellt, für die ganzen Maßnahmen, die dann in die Tiefe gehen, dass wir die nicht wie geplant jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2012 machen können, sondern erst Anfang 2013. Hintergründe sind, dass wir für die ganzen Maßnahmen, die Anfang 2013 beginnen, Vorlaufzeiten brauchen, unterschiedlich in der Länge, aber Vorlaufzeiten brauchen. Und das Zweite ist, dass wir eine Harmonisierung auf diesem Termin erreichen müssen, dass alle gemeinsam anfangen und dass die Planungen dort für alle gemeinsam stehen und durch sind. Und da ist es uns wichtiger, dass wir diesen Start in einer sehr abgestimmten und gut geplanten Aktion hinbekommen, als dass wir jetzt versuchen, in dem Bestreben noch ein paar Monate zu sparen, unter Umständen dann in höhere Kosten reinlaufen oder in Nachträge, die sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben. Und deswegen haben wir jetzt unter Berücksichtigung und Würdigung der Situation, dass die Vergaben jetzt getätigt worden sind und was sich daraus alles ergibt und wie die gegenwärtige Situation ist, beschlossen, ab Januar 2013 in die Grundwasserhaltung zu gehen. Herr Kirchner, glauben Sie, dass Sie den Kostenrahmen, den Sie bisher prognostiziert haben, und die neue Planung einhalten können, oder glauben Sie, dass Sie da andere Kosten geben? Das kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt nicht beantworten, weil das wäre sozusagen eine Spekulation in die Zukunft. Das wird natürlich davon abhängen, was bei den Diskussionen auf den Filtern herauskommt. Und Herr Herrmann hat ja vorhin ausgeführt, dass wir diese Diskussionen so führen wollen, dass wir die gesamten Anmerkungen, Einwendungen, Anregungen, Kritiken und so weiter, die dort kommen, auch einer gemeinsamen Wertung unterziehen. Wir wollen das nicht einfach auf die Seite legen, sondern wir wollen es einer gemeinsamen Wertung unterziehen. Dafür haben wir uns übrigens in dem Prozess auch einen Monat Zeit vorgenommen unter sämtlichen Projektpartnern, dass wir dann dort zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und erst dann, wenn wir wissen, was tatsächlich gemacht werden soll, wird sich auch herausstellen, was es kostet. Wobei eins klarerweise gilt, so wie es der Herrmann ausgeführt hat, nämlich, dass die Kostensituation bei den ganzen Diskussionen natürlich zu berücksichtigen ist. Was nicht geht, ist, dass wir in andere Lösungen hineingehen, die unter Umständen mehr kosten, weil sie jemand möchte, aber wir finden keinen, der sie bezahlt. Das ist nicht opportun. Wenn wir Verbesserungen finden, ohne dass es mehr kostet, na, dann ist die Entscheidung relativ einfach. Wenn wir andere Verbesserungen finden, die unter Umständen sogar zu einer Kostensenkung führen, dann ist die Entscheidung noch einfacher. Aber das ist natürlich alles, ich sage mal, im Zuge der Diskussion zu erarbeiten und da wissen wir mehr in der Größenordnung im Juni diesen Jahres. Bis dahin wollen wir einigermaßen in die Bewertung hineingekommen sein. Ein Jahr nach Inbetriebnahme, also sprich ursprünglich geplanter Inbetriebnahme 31.12.2020 stattfinden. Wenn die Bahn diesen Übergabetermin nicht hält, dann muss sie entsprechender Vertragslage Verzugszinsen zahlen, klar. Aber die Bahn ist ja bekannt dafür, dass sie Verträge einhält. Also von daher war das kein besonders zu erwartendes Thema. Herr Herrmann, auf den Filterproben hat man die Sorge, namentlich von Herrn O.B. Klenk, dass der Filterdialog eine Alibi-Veranstaltung werden könnte. So teilt er uns das der Pressemitteilung mit. Es gibt auch den Vorwurf der Schutzgemeinschaft Filter, dass man zwar mit Interesse auf diesen Dialog warte, aber noch in keiner Form bisher wisse, wie man sich denn dort qualitativ sinnvoll einbringen kann, sprich woher kommen Unterlagen, Experten, Sitzungstermine und. Diese Kritik hat Sie erreicht und könnten Sie den Leuten auf den Filtern etwas Beruhigendes mit auf den Weg geben? Ja, die Kritik ist auch bei mir direkt angekommen und zum Teil war sie auch in Ihrer Zeitung und in anderen zu lesen.
Ich muss sagen, die Tatsache, dass wir es geschafft haben, diesen Filterdialog überhaupt in die Gänge zu bringen, dass wir uns mit der Bahn und mit anderen Partnern verständigt haben, dass wir darüber noch mal richtig reden, das ist schon mal ein ziemlich großer Schritt gewesen. Da muss ich sagen, da ärgert es mich da ein bisschen, dass er zuerst dann gleich kommt, aber das ist ja gar kein richtiger Dialog. Wir legen großen Wert darauf, deswegen habe ich das auch hier nochmal gesagt, dass man dort nicht reingeht mit der Ansage, wir können über alles reden und hinterher sagt man aber, das haben wir euch nicht verraten, bei der Kostenfrage gibt es einen klaren Deckel und im Übrigen stimmen sowieso die Projektpartner ab und die werden entscheiden, was kommt. Wir werben sehr dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die da mitmachen, auf der einen Seite ermutigt werden, ihre besseren Vorschläge einzubringen, sie auch zu überprüfen, ihre Kritik an der bisherigen Variante auch zu äußern und aber auch erkennen müssen, dass es einen Rahmen gibt, in dem auch sie sich bewegen müssen und dass sie eine vertragliche Grundlage haben. Denn sozusagen nach Vertragslage muss das nicht sein. Das ist ja eine freiwillige, zusätzliche Bürgerbeteiligung und die ist auch nicht ganz offen. Und ich weiß jetzt ausdrücklich den Herrn Klenk ansprechen, was ich schon auch sagen muss, ich bin sehr für Verbesserungen, aber was nicht geht, das ist, dass Dritte alles Mögliche sich wünschen, aber sich nicht an Kosten beteiligen. Wenn die Filterkommunen der Meinung sind, sie wollen diese und jene Lösung, die vor allem sie interessiert, dann können sie das machen, dann können sie sogar die Unterstützung finden, aber sie können nicht erwarten, dass dann das Land oder die Stadt Stuttgart oder die Bahn das einfach zahlt. Ich meine, diese Klarheit müssen wir auch äußern, dass das Verfahren noch nicht öffentlich ist, liegt daran, dass wir das ja mit Projektpartnern abgesprochen haben, dass wir uns verständigt haben, dass wir nicht eine bunte Vielzahl von Varianten präsentieren wollen, sondern dass wir uns auch auf bestimmte Varianten konzentrieren wollen, damit der Dialog nicht völlig auseinandergeht. Wir haben eine Moderation gewonnen jetzt, wir haben auch Vorschläge zusammen mit der Staatsrentenbürgerbeteiligung entwickelt, wie in etwa das Verfahren sein soll. Die Vorstellung gibt es schon sehr weit, aber jetzt ist die Phase, wo der Moderator auf die Filter gehen wird und mit den dort interessierten und betroffenen Kommunen wird dann das genaue Prozedere vereinbaren. Und wir haben sowohl beim Verfahren ein Mitspracherecht als auch nachher in der Sache. Ja, Herr Minister Herrmann, ich nehme an, dass Sie beim heutigen Termin auch die Frage Fehler in der Computersoftware beim Stresstest angesprochen haben und auch das Thema, dass die Bahn früher von 30 Zügen nur ausgegangen ist, weil die neue Bahn auch einen Rückbau des Bahnhofs vorgesehen hat. Und wenn Sie uns nicht angesprochen haben, dann haben Sie wirklich Sie einfach von der Lehre interessieren, was jetzt in diesem Bahnhof schon gesagt hat. Das war heute nicht Thema, aber wir haben als Landesregierung bzw. mein Ministerium hat diese Vorwürfe ernst genommen, auch schieben sich einfach weg und haben deswegen uns mit Hessen in Verbindung gesetzt, mit der Bahn in Verbindung gesetzt. Wir haben im Moment auf Arbeitsebene bestimmte Fragen bearbeitet und wir haben als Ministerium immer gesagt, wenn am Ende Fragen offen bleiben, dann werden wir durch einen unabhängigen Experten oder durch ein Gutachten die Kritikpunkte oder die Vorwürfe überprüfen lassen. Also da lasse ich mich auch nicht davon abhalten, auch wenn manche meinen, es werden böse Aktien über der Bahn, aber ich finde, im Sinne von kritischer Begleitung muss man solchen Angriffen und Vorwürfen nachgehen, denn das Blödeste ist, wenn die Leute den Eindruck haben, Bedenken werden weggewischt und das nimmt man nicht ernst. Was die bisher im Gespräch erbracht haben, so muss ich sagen, ist es keine Bestätigung der Vorwürfe. So viel kann ich schon sagen. Herr Kämmer? Ich würde das unterstützen, was Herr Herrmann sagt. Das ist bislang keine Bestätigung der Vorwürfe. Ich gehe auch davon aus, dass sich dieses so nicht ergeben wird. Wir haben ja während der Untersuchungen und auch nach der Untersuchungen eine ganze Reihe von, ich möchte mal sagen, Spekulationen gehabt, die sich alle als nicht haltbar herausgestellt haben. Und ich gehe davon aus, dass das hier genauso passiert. Und jetzt? Herr Peter, haben Sie auch in der Diskussion heute erwähnt, wie das mit den Preisen ist für die großen Vergaben, die Sie zuletzt getätigt haben? Da war immer die Frage, sind das Festpreise oder gibt es dafür bestimmte Rohstoffe, bleibende Preise? Ja,
Es ist besprochen worden, wir haben dargestellt, was Festpreise, was Gleitpreise sind. Und wir haben auch dargestellt, warum wir in einem Fall haben wir einen Gleitpreis abgeschlossen, in zwei anderen Fällen haben wir Festpreise abgeschlossen, warum wir das gemacht haben. Insofern ist das Verfahren analog zu dem, was wir bei den Filtertunneln angewendet haben. Dort hat es ebenfalls einen Festpreis gegeben. Da gibt es eigentlich nicht viel mehr dazu auszuführen. Stecken da noch Risiken drin? Das ist ja die Frage. Grundsätzlich ist es so, wenn man einen Festpreis abschließt, dann ist das Inflationsrisiko beim Auftragnehmer und dann, wenn man einen Gleitpreis abschließt, ist das Inflationsrisiko beim Auftraggeber. Die Frage, ob man Fest- oder Gleitpreis abschließt, entscheidet sich final danach, was der Anbieter sozusagen für einen Nachlass gibt, wenn man auf einen Gleitpreis übergeht. Das ist also eine Rechenaufgabe und eine Bewertungsaufgabe für die Risiken. Und wir haben das gemacht, wie man das immer bei solchen großen Projekten macht, indem wir halt eine Analyse der Situation herbeigeführt haben. Und da erschien uns in den beiden Fällen oder in zwei Fällen der Festpreis die bessere Variante, in einem Fall der Gleitpreis die bessere Variante. Aber ja, wir haben das Thema adressiert angesprochen, es ist in den Informationen enthalten. Sie können das übrigens auch nachlesen in der Information, die wir ins Internet gestellt haben. Auch da ist es angegeben. Völker, Hammann und Herr Burg, ist in Ihren Gremien ein Szenario denkbar und ja welches, dass einer von Ihnen dann doch die 72 Millionen Schlichtung übernimmt? Also die Landesregierung und die tragen die Koalition hat eindeutige Beschlüsse, dass wir das als Teil des Gesamtwertumfangs einstellen. Und dass auch, wir berufen uns auch darauf, dass nach der Schlichtung von Heiner Geißler insbesondere die Bahn, insbesondere Herr Grube und auch alle anderen, die da glücklich waren, gesagt haben, der Schlichterspruch gilt. Das haben wir ernst genommen. Eine Anmerkung von meiner Seite im Schlichterspruch, wenn Sie es nachlesen, steht drin, die Vertragspartner verpflichten sich zur Umsetzung und unter Partnern verstehen wir alle und nicht einen. Und der Verband Regierung Stuttgart hat einen gedeckelten Beitrag zum Projekt und ist nicht prozentual von den Kosten abhängig mit seinem Beitrag. Also der Gemeinderat der Stadt Stuttgart hat einen Grundsatzbeschluss gefasst bei einer Erhöhung des Finanzierungsanteils der Stadt Stuttgart. Findet ein Bürgerentscheid in der Stadt Stuttgart hierüber statt. Das heißt, Sie haben viel Spaß. Nein, vielleicht kann man auch noch mal darauf hinweisen, ich dachte, der Käfer würde es auch vielleicht noch sagen, aber wir haben, es gibt ja ein 6-Punkte-Programm, um sozusagen das ganze Projekt durchzuuntersuchen, durchzukennen, wo gibt es Kosteneinsparmöglichkeiten. Das sind drei Beratungsfirmen, die den Spitznamen Mackies haben, aber die nicht so, so fein und unproblematisch sind, sondern die da wirklich sozusagen scharf reingehen in die Projekte. Und das sind also diese drei Firmen mit einem ganzen Team und Unterstützung einem Bahnteam, die im Projekt selber jetzt schauen müssen, wo es Möglichkeiten gibt. Ich würde das schon ausdrücklich betonen. Also meine Einschätzung ist, wenn man heute schon bei 4,3 Milliarden ist und den Kostendeckel nicht reißen will, dann müssen wir jetzt anfangen zu sparen. Also da kann man nicht abwarten, bis es dann soweit ist, sondern da muss man jetzt anfangen zu sparen. Wir haben uns auch lange zum Beispiel darüber unterhalten, welchen Beitrag können die Projektpartner auch leisten, zusammen mit der Bahn, um zum Beispiel bei der Entsorgung der riesigen Erdmenge erheblich Kosten einzusparen. Kann die so verarbeitet werden, dass auch Nutzen entsteht, dass Transportwege verkürzt werden oder Transport nicht verteuert werden, sondern vergünstigt werden. Konkret der Vorschlag, den wir auf den Tisch gelegt haben, wie wir mit Erhöhungskosten umgehen sollten, umfasst folgende Idee. Wir haben gesagt, wenn es uns gelingt, durch Kostensenkungsmaßnahmen im Projekt so viel Luft im Risikopuffer bis zum Ende des Projektes zu behalten, dass diese Kosten abzudecken sind, dann können wir sie aus dem Risikopuffer bezahlen und es braucht keiner eine Zusatzfinanzierungsvereinbarung. Und deswegen haben wir dieses 6-Punkte-Programm aufgesetzt, um genau diese Luft zu erzeugen und sind natürlich darauf angewiesen, dass wir auf der einen Seite mit dem Team dort entsprechende Maßnahmen und Ansätze erarbeiten und dann zum anderen
dass die ganzen Projektpartner hier zusammenhelfen, um dann auch die Realisierung zu gewährleisten. Also das ist einer der möglichen Wege, um das Problem zu lösen. So, sind noch Fragen offen? Für heute nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Kommentare. Absolut, ja.